so ein Apfelkekse. Die Kekse sind gekauft, die habe ich vom Bäcker gekauft, die sind wunderbar. Aber simpel und einfach zu machen. Frischer Kaffee. Und hier vorne habt ihr vielleicht ein Pralinen, die ihr jetzt so für Weihnachten machen könnt. Diese sind mit Marzipan und Cognac. Die beiden sind Eierlikör. Wie ihr seht, jetzt nur als Beispiel von den Eierlikörpralinen. Die Inhaltsstoffe sind die gleichen, was ihr außenrum macht, ist denn anders. Und mir ist leider ein Fehler passiert bei der Herstellung. Ist jetzt nur schon, ja, schon ein gutes Jahr her, wo ich das letzte Mal Pralinen gemacht habe. Und ich habe komplett vergessen, dass die Rezeptur meiner Eierlikörpralinen nicht sehr fest wird. Sie sind nämlich auf einer Ganache-Basis, also mehr eine Creme. So wie diese Füllung, wie ihr zum Beispiel in so guten Pralines habt, die außen richtig fest Schokolade sind und innen drin diese weichere Creme haben. Diese weichere Creme schimpft sich Ganache. Oder Ganache, je nachdem, wen ihr fragt. Und die sind so ähnlich. Die sind ein bisschen fester, aber wenn sie warm werden, könnte man diese reinspritzen. Es würde dann so fest werden, dass es, also es ist jetzt so fest, dass es im Mund zerschmelzen würde, wenn man es isst. Ich hoffe, es hat soweit gefallen und probiert es nochmal nachzumachen. Ich packe euch die Rezeptur unten in die Beschreibung. Lasst doch einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat.